Das metallische Geräusch kommt hier hinten aus dem Bereich. Ich denke, wir werden beim Verschleißmaß sein, dass wir irgendwo bei 82,54 sind bis 55. Wir sind hier schon live auf Sendung. So, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute zur Tagesschau. Es ist 18 Uhr. Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Nein, Spaß beiseite. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier aus der Motormafia. Heute den ersten Tag. Ist das quasi jetzt der erste Tag, Max? Ja, der zweite, oder? Naja, also quasi das erste Video mit dir hinter der Kamera? Nee, R6. R6 hast du ja, stimmt. Da war ich auch schon dabei. Hast du dich ja hinten auf der Rückbank versteckt. Naja, hinterm Phil, in der Mitte, wie er so die ganze Zeit wollte. Sieht man eigentlich noch Zahnabdrücke auf deiner Kamera, oder? Ja, warte, ich guck mal, aber nee. Alles nicht, sauber. Nicht da. Ja, Leute, um was geht's heute? Audi, das ist einfach schon so drin. Audi. Nee, Golf 6. Ja, haben wir da das Fahrzeug mit, ich müsste schwindeln, wir werden es uns da mal angucken. Ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer, auf jeden Fall weit über 100.000, wenn ich mich richtig entsinne. Der Kumpel beginnt langsam mit dem Thema Ölverbrauch. Hast du von dem Thema Ölverbrauch schon mal was gehört? Das ist so ein leidliches VAG-Problem. Ist mir so zu den Ohren gekommen. Ja, das ist eh noch ein anderes Video dazu, ne? Das, ja. Ja. Habe ich so mitbekommen, ja. Das stimmt okay. Wohl. Aber ich kann dich beruhigen, wir stellen das Thema jetzt nie auf nur Ölverbrauch ab, sondern der beginnende Ölverbrauch ist letztendlich jetzt der Grund, warum wir das Auto jetzt anpacken und den Motor dann auch entsprechend standhaft bauen mit Pleuel und Kolben. Und dann na, ratatatatat, erstmal noch nicht. Also das ist quasi, in dem Falle ist das jetzt in zwei Etappen. Weil man muss jetzt sagen, wenn du jetzt, lass jetzt mal so einen Golf 6R nehmen, ne, mit 2.0 TFSI drin, Zahnriemenmotor, eher 113, und du sagst, du baust jetzt auf 450, 480 PS, dann nimmst du ca. 15.000 bis 20.000 Euro in die Hand. Mit Motor aufmachen, mit Motor standhaft machen, mit Lader, mit Ladeluftkühler, mit Abgasanlage, mit Downpipe, mit Injektoren, mit allem drum und dran. Aber Kolben und Pleuel auch schon, oder? Ja. So, und das ist natürlich immer so eine Kostennote, wo ich sag jetzt mal, der Golf-R-Fahrer natürlich sagt, das ist natürlich jetzt gerade erstmal viel. Ich habe jetzt aber eh beginnende Probleme mit meinem Motor. Ich würde jetzt gerne erstmal, wie auch in dem Falle, meinen Motor machen, damit das Thema durch ist, der Motor standhaft ist. Wir brauchen ja eh erstmal eine gewisse Einfahrzeit. Ich weiß nicht, was er hier drüben macht. Er macht die ganze Zeit immer so komische Bewegungen und Zuckungen. Ja, noch sind beide Hände über den Tisch, da geht's vielleicht. Aber da wartet bestimmt, bis wir raus sind. Ja, komm, dann lass es gehen. Philipp, können wir dich mit runternehmen? Wir müssen uns mal noch Ratatatata messen. Wenn der Motor jetzt schon beginnende Probleme hat, dass man sagt, man macht jetzt den Motor, man gibt dem Motor jetzt einfach ein neues Leben, ordentliche Festigkeit, die Einfahrzeit, die er braucht, ja, also man sagt 500 bis 1000 Kilometer brauchen wir schon. Und dann gibt es quasi im zweiten Step dann nochmal nachträglich andere Düsen, andere Lader und ratatatat. Okay. Wir werden jetzt mal runterspringen und messen jetzt nochmal Standgeräusch, einfach um zu wissen, was wir letztendlich dann abgasanlagentechnisch an dem Auto jetzt noch machen können. Sonnenblende, oder ihr seid das, kann natürlich besser. Wisst ihr, was ich gerade überlegt habe? Da ich ja nun vergessen habe, das Auto jetzt warm laufen zu lassen, dachte ich jetzt gerade so, oh nee, scheiße, 10 Minuten warten jetzt, bis das Ding warm gelaufen ist. Aber der Motor fliegt ja eh raus. Ich kann ja auch einfach ein bisschen zügiger warten. Was wir jetzt hier noch machen, bevor wir den Motor ausbauen. Und zwar haben wir jetzt hier unter dem Auto schon eine Bull-X Abgasanlage verbaut. Genau, und wir haben eine Ansaugung verbaut. So, und jetzt besagt ja die STVZO, wenn wir ein Bauteil mit EWG-Zulassung haben, in dem Falle Bull-X Abgasanlage und aber auch die Ansauganlage, ja, dass die EWG-Zulassung nur für das einzelne Bauteil gilt. Wenn wir die Bauteile jetzt in Kombination verbauen, dann ist eine Sonderabnahme nach § 21 erforderlich. Es gibt aber auch Bauteile, die so wie original sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, was ist das ECE dann, ne? Ja, aber trotzdem ist es ja eine bautypische Veränderung vom Fahrzeug. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Audi R6 Luftfilterkasten einbauen würde, weil der mega cool hier vorne drin aussieht, müsste der trotzdem abgenommen werden.
Weil es eine bautypische Veränderung vom Fahrzeug ist. Ja, ja, aber es gibt ja auch Bauteile mit einem Gutachten, die sind wie Originalteile zu betrachten. Das heißt, die musst du dann auch nicht eintragen, wenn du noch was anderes veränderst. Okay, dann habe ich jetzt gerade wieder was gelernt, weil das wusste ich noch nicht. Ja. Was zum Beispiel? Mir fällt jetzt auch, da gar nicht ein. Es gibt auch Abgasanlagen, ich weiß bloß nicht, wie das Gutachten dazu heißt. Ach so. Ja, gut. ECE? Nee, EG? Keine Ahnung. Irgendwas gibt es dort auf jeden okay. Fall. Okay. Ja. Okay. Krass. Gut, macht dann aber auch keinen Sinn, weil die klingen wahrscheinlich eben einfach nur nach dem Haufen nichts. Was denn, redest du jetzt gerade von deiner R32-Abgasanlage? Ja, genau. Und hier geht es letztendlich jetzt darum, wir haben ein eingetragenes Standgeräusch und wir wollen jetzt erstmal vorher wissen, bevor wir jetzt alles ausbauen, wo liegen wir vom Standgeräusch, weil wir eventuell gern die Downpipe noch mit ändern wollen. Und wo kommen wir eventuell raus, ja? Und deswegen machen wir einfach vorher jetzt eine Bestandsaufnahme. Pass auf, Leute. Wir machen jetzt eine DB-Messung. Eine DB-Messung, oder? DB-Messung, danke. Das heißt sozusagen, nach TÜV-Regularien ist das vorgeschrieben, dass es im Abstand von 50 cm das Mikrofon zu platzieren ist, im Winkel von 40, 45 Grad, mittig zum Auspuff. Ne? Haben wir jetzt mit unserem Zollstock. Wir krümeln jetzt mal neben eben Zentimeter rum. Ne? Wichtig ist auch, Auto muss auf Betriebstemperatur sein. Warum? Im Kaltlauf können wir es nicht machen. Im Kaltlauf legt er unseren Zündzeitpunkt nach hinten. Ist dir schon mal aufgefallen, dass ein Auto, wenn du kalt anmachst, immer rauer und härter läuft und lauter? Also gerade auch bei dem jetzt. Wisst ihr, warum er das macht? Weil er erstmal mehr einspritzen muss, oder? Also er spritzt auch mehr ein, ja, und legt den Zündwinkel nach hinten. Das hängt einfach mit der Abgasnachbehandlung zusammen, um schnellstmöglich den Cut auf Betriebstemperatur zu bringen. Deswegen okay. Wäre das unsinnig und macht auch überhaupt gar keinen Sinn, im kalten Zustand zu messen. Deswegen machen wir das im Warm. Gerade auch mit einer warmen Abgasanlage verändert sich ja auch nochmal die Geräuschentwicklung. Und jetzt sind wir auf Betriebstemperatur. Im Fahrzeugschein kann man das relativ gut, ich kann euch das mal zeigen. Wir gehen sozusagen jetzt auf die zweite Seite und haben jetzt hier in U1 unser Standgeräusch und hier unser Fahrgeräusch. Fahrgeräusch können wir jetzt einfach nie nachbilden, weil wir die Möglichkeit hier nicht haben. Ne? Und dahinter haben wir die Drehzahl, bei der es zu prüfen ist. In dem Falle 3750 Umdrehungen. Oder was ihr euch auch als groben Richtwert merken könnt, ist so ca. 3/4 Nenndrehzahl. Ne? Und das werden wir jetzt einfach mal machen. Ich schreibe von hier vorne ganz laut, wenn ich auf Drehzahl bin, oder beziehungsweise merkst du das ja, wenn ich es halte. Und dann gucken wir einfach mal, wo wir jetzt rauskommen. Also 9 dB eingetragen. Ich denke, dass wir die 9 dB bei weitem nicht erreichen werden. Ich denke. Denkst du drunter oder drüber? Ich denke, wir sind drunter, weil er hört sich für mich nicht so laut an. Was ist dein Tipp? Der Gewinner kriegt ein Bier. Bier, ich trinke nie so gerne Bier. Na, ein Radler. Ne, pass auf, du kriegst eine Flasche Bier und ich eine Flasche Havanna. Ey, das ist ein unfairer Deal. Achso, okay, du kriegst so eine Kiste Bier. Und ich eine Flasche Havanna. Okay. Also dann sei okay, dein also Tipp. Pass auf, ich sag 7-8 dB. Okay, ich sag 91. Du sagst 91? Ja. Hast du schon heimlich gemessen? Nee. Und? 84! Aber ich habe ja auch nicht recht gelegen. Nee, ja. Aber ich war näher dran. Ja, möglich. Gut, okay, also ganz kurz, beim ersten Gasstoß war er auf 91 und ja, dann ist er auch runter. Mal, geh nochmal drauf, ich zeig dir mal was. In dem Moment, wenn ich beschleunige oder den Motor hochdrehen lasse, hat er ja so leichte Fehlzündung mit drin. Ja. So, und dieses Dumpfe, das sorgt dafür, dass die dB-Zahl relativ stark nach oben geht. Warst du schon mal bei so einem dB-Contest dabei, bei irgendeinem Autotreffen oder sowas? Ja, ja. Ist dir da auch schon mal aufgefallen, dass Autos, die eigentlich gar nicht so laut sind, trotzdem einen viel höheren dB-Wert haben, als zum Beispiel so ein R4 B5, der hinten rausknallt, fuchst, scheppert, rumst und kracht? Ja. Ne? Und das habe ich früher immer nie verstanden, weil ich dachte, Mann, so ein R4 B5 Kollader, der bringt ja den kompletten Wohnblock zum Einstürzen. Ne? Das ist total kurios. Das sind diese dumpfen Momente, die dB-Zahl nach oben schnallen lassen. Schnallen schießen. Na, lass doch mal probieren es mal. Kann ich? Jawohl. Ja. Wir gehen auch über 90, ne? 95 und ich glaube 101 mit eben dem Pop war Oma drin. 101 dB, das müsste so brutal laut sein. Ja. Egal. So, gut, okay, da haben wir zumindest die Bestandsaufnahme gemacht und ich würde jetzt reinspringen und hol dich dann einfach wieder mit dazu, wenn ich am Auto bin und das Ding rausfetze. Geht klar, machen wir so. Bis gleich, ciao. Ein paar Sekunden später. Genau, also ich habe euch ja gesagt, wir nehmen euch jetzt nochmal mit dazu, wenn wir am Auto sind, wenn wir mit dem Ausbau beginnen.
Ne? Ich schulde euch auf jeden Fall noch einen Kilometerstand. Ne? Hat noch das Thema, ne? Ja. Dann hängt immer gerne mal jetzt an und würze einfach zwischendurch auf. Kilometerstand sind jetzt 153.000 Kilometer. Ja, für jeden, der sich mit dem Thema 200T bis IER113 auskennt, der weiß, das ist dann schon auch so eine Laufleistung. Dort könnte man schon über verschlissene Ventilführung nachdenken, Ventilschaftverdichtung, die halt dann einfach schon ein bisschen laut sind und verschlissene Kolbenringe. Ich würde tatsächlich auch diesmal eine Schätzung abgeben. Ob sie in die Fritten sind oder nicht? Also in die Fritten werden sie sein. Ich würde mal vorsichtig spekulieren. Du bist ja in dem Motorenthema noch nie ganz so drin, ne? Null. Das ist auch gut. Das ist gut, weil dann stellst du gleich ganz viele Fragen. Unsere Laufbüchsen haben eine Grundbohrung von 82,51 mm. Ja. Ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, rein aus der Erfahrung raus. Komm, wir greifen das mit der Havanna und dem Bier nochmal auf. Ja. Ich denke, wir werden beim Verschleißmaß sein, dass wir irgendwo bei 82,54 sind bis 5,5, also 3/400 Verschleiß in der Laufbüchse. Denke ich, vermute ich. Und viel Kreuzschliff werden wir nicht mehr sehen. Also ihr seht, ne, Motor läuft noch, ich habe noch nichts angepasst, ich habe noch nichts zerlegt. Also ich denke, Kreuzschliff wird nicht mehr zu sehen sein. Da gehe ich mit, aber bei dem anderen weiß ich nicht. Das ist nicht so schlimm. Nicht, dass ich jetzt noch eine Havanna ausballer. Das ist, da schießt sich mir selber ins Bein. Da geht ein erstes Monatsgehalt. Ja, in nur ein Havanna-Raum. Nur für Havanna, für unseren Sven drauf. Ja, ja. Schlecht, oder? Ah, ich würde teilen mit dir. Ich würde die Cola mitbringen. Wow. Na okay, das wäre schon, das wär schon ein Deal. Wir haben jetzt den Kumpel an und ich würde euch das gerne nochmal zeigen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob wir das mit dem Mikrofon aufnehmen können. Aber werden wir merken. Kannst du hören, wie klingt der für dich? Ich spuck gleich hier beim Reden. Wie klingt der für dich? Das klingt fast wie ein Diesel, der röppelt. Das klingt mechanisch. Klingt mechanisch. Metallisch. Ja, ja. Genau. Wir nehmen jetzt hier mal die Motorabdeckung ab. So, und wie gesagt, ich weiß natürlich nicht, ob wir das ganze Thema jetzt anpacken können oder ob wir das hören können mit der Kamera. Ne? Aber wir hören, oder anders, bist du bei mir, wenn ich sage, dieses metallische Geräusch kommt hier hinten aus dem Bereich? Das würde ich tippen. Ja. 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 Wir können mal kurz schweigen und das hören. Klingt richtig ekelhaft, ne? Klingt nicht gut. Ja. Ich würde euch dann gerne nochmal zeigen, wir hatten das bei dem letzten Golf 6R Video. Thema Steuerkette, Nockenwellen und Kettenspanner. Ich denke, das hier hinten sieht nicht mehr so cool aus und ich vermute auch, ja, wir haben hier so einen ganz kleinen Becherschlüssel drunter sitzen, der geht gerne kaputt. Zeig nochmal bitte. Hier unter der Hochdruckpumpe sitzt hier ein kleiner Becherschlüssel drunter. Okay. Und ich vermute, dass der auch schon nicht mehr so fein aussieht. Und der macht was? Der überträgt quasi einen Nockenhub auf die Hochdruckpumpe und macht bei der Pumpe quasi immer so. Weißt du, vor, zurück. Und erzeugt somit in unserer Hochdruckpumpe, wie der Name schon sagt, einen Hochdruck für unsere Direkteinspritzer-Ventile. Ja, sind bei dem Motor, ich glaube, 130 Bar. 130. Eine Frage noch an dich. An mich, ja. Du als nicht aus der Kfz-Branche kommender Mediamann. Ja. Was würdest du jetzt denken, wenn du das jetzt so siehst? Ja, also, ihr dürft gerne mal mit hier drauf gucken. Wie kommt der Motor hier raus? Ich würde denken, von unten, also nicht nach oben, sondern unten raus. Das würde ich jetzt einfach so stehen lassen und würde jetzt einfach hier noch eine Pause geben dafür. Aber ganz starke Nummer. Genau, nee, also Kumpel fliegt jetzt, Achse kommt raus und Kumpel fliegt nach unten raus. Bis gleich. Thank you.
So, meine Leute, jetzt habt ihr mal so einen kleinen Dirty Engine Porn gekriegt. Ja, immer schön aufs Brett. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich eigentlich gern so ein bisschen was zu dem Thema sagen wollen würde. Wir haben jetzt den Zylinderkopf runtergebaut. Der Max und ich, wir haben ja, ich glaube, als wir Lautstärke gemessen haben, hatten wir ja schon so eine kleine Wette abgeschlossen, wo wir uns maßlich bewegen. Ich würde mir mal die Messmittel holen. Jawohl. Ja, und dann messen wir mal. Oder wollen Dein wir Tipp erstmal war 300stel? Nee, 4. Ich glaube 4. Okay. Wir können es ja nochmal einblenden. Jawohl. Ja, ich glaube es waren 4. 300-400stel? Ja, keine Ahnung. Irgendwie so in der Drehe. Und Kreuzschliff. Und der Kompressor ist auch wieder da. Ich nutze das mal, um die Messmittel zu holen. Bis gleich. 81, 82, 82, 51 ist Nullmaß. Haben wir. Was man auf jeden Fall schon sagen kann, kann ich nebenbei ein bisschen erzählen, dass es deutlich sichtbar ist, dass wir Ölverbrauch haben. Na, weil das hatten wir am Anfang jetzt vom Video schon thematisiert, dass es mit einer der Hauptgründe ist, warum der Motor herkommt, dass er beginnenden Ölverbrauch hat. Und man kann es relativ deutlich erkennen. Kannst du dir vorstellen, woran man das erkennen kann? Also darf ich dich das fragen? Du bist so easy, oder? Natürlich darfst du mich das fragen, aber ob ich es dir adäquat beantworten kann, das kann ich dir nur nicht. Das ist ja nicht so schlimm. Also die Leute, also für diejenigen, na, die das noch nie wissen, der Max kommt wirklich komplett null aus der Kfz-Branche. Feiert Autos hart, stimmt? Ja. Ja. Das können wir so stehen lassen, aber damit kenne ich mich null aus. Na, das ist doch geil. Dann frag einfach mal genau das, was vielleicht auch die anderen Leute fragen würden. Na, du hast mich erstmal gefragt, woran ich jetzt erkenne, dass der so viel Öl verbraucht. Ja. Ich denke, weil die so kohlrabenschwarz sind, die Köpfe hier, oder? Ja. Was, die Köpfe? Die Kolben. Die Kolbenköpfe, weil du vom Fach kommst. Naja, Fachpersonal halt. Na klar. Genau. Also man kann das relativ gut erkennen. Ich nehme mal drauf. Man kann das relativ gut erkennen, dass wir sozusagen das alles hier ist Ölkohle. Na, das, was ich hier runterkratze. So, kannst du dir vorstellen, guck mal, hier haben wir das nicht. Hier, siehst du das? Hier haben wir das nicht. Ja. Hier bin ich auch direkt auf dem blanken Aluminium. Kannst du dir vorstellen, wo war das Adi das Zeichen ist hier? Mache übrigens gerade Werbung für Adidas und ich werde nicht bezahlt dafür, ne? Schleichwerbung. Na? Ich denke, jetzt müssen wir deklarieren. Also wenn Adidas das jetzt sieht, ne, dann würde ich mich über ein paar neue Treter freuen. Ja, ich auch. Zum Joggen. Wir hatten ja vorhin das Thema Adiletten, wir haben fürs Büro auch ganz nice. Adiletten, ja. Na? Spaß beiseite, kannst du dir erklären, was das hier, wo das herkommt? Nee, null. Okay, und zwar haben wir unseren Zylinderkopf hier oben drauf sitzen. Hier ist unsere Ansaugseite. Und hier im Zylinderkopf geht unser Einspritzventil rein. Mhm. So, und das ist ja ein Direkteinspritzer. Das heißt, der spritzt den Kraftstoff direkt, nie wie damals beim Enzergolf oder bei irgendwelchen anderen Autos, ins Saugrohr. Obwohl, der Enzergolf hat ja gar keine Saugrohreinspritzung. Vergaser? Oder ja, ja. Nee, doch, Enzergolf hat er doch, na klar. Zumindest Enzer GDI, der IG. Spritzt direkt hier in den Brennraum ein. Ja, das heißt, wir haben sozusagen die direkte Gemischbildung in Zylinder. So, und die Sporen hier sind quasi freigespült vom einspritzenden Kraftstoff. Macht Sinn. So, und hier ringsrum haben wir Ölkohleablagerung. Und wir können das noch relativ gut, ich habe den Kopf hier drüben, wir können das noch relativ gut an dem Zylinderkopf erkennen. Zieh dir das mal rein hier. Guck dir das mal an hier. Ekelhaft, oder? Nicht gesund aus. Nee, und ich kann noch eine Weile kratzen, bis das runter ist. So, warte mal, ich puste mal in die Richtung. Das ist aber lieb von dir. Na, ich bin so frei. Ich dachte mir, ich schütze einfach mal das Equipment. Komm, wir machen jetzt gleich für dich auch gleich mal ein bisschen Motorenkunde mit. Hast du Bock drauf? Ja. Ja? Ja. Okay, was sind das für Bauteile hier? Einlass und Auslassventile. Okay, was ist Einlass, was ist Auslass? Ich zeige auf eins drauf. Auslass oder Einlass? Einlass. Warum? Ist weniger schwarz als das Auslass. Okay, falsch. Dann andersrum. Okay. Das war richtig, das war falsch. Ich versuche das jetzt einfach auch für die Leute gleich mal mit zu erklären. Das Schwarze ist relativ klar, auch das sind Ölkohleablagerungen. Na? Aber Temperaturverhältnisse im Brennraum, Ansaug, Abgastrakt. Wir bekommen, ich sage jetzt mal einen fiktiven Wert, irgendwas, unsere Ansauglufttemperatur bekommen wir hier rein, verdichtet vom Turbolader, irgendwo unter 100 Grad. Das heißt, wir bewegen uns bei 50, 60 Grad vielleicht Ansauglufttemperatur. Nagel mich jetzt bitte nicht fest, ich will es nur im Gesamten verdeutlichen. Wir haben jetzt das Thema, Luft kommt rein mit 50, 60 Grad. Das heißt, das Ventil wird jetzt auch nie so extrem heiß.
Ja? Wir haben jetzt die Verbrennung in unserem Zylinder und die verbrannte Luft, die dann vielleicht irgendwie hier rausgeht, hat vielleicht noch 600, 700 Grad oder vielleicht 800, 900 Grad. Das heißt, die Kumpels hier werden bedeutend heißer als die. Na, weil wir hier nicht nur die Tellerfläche haben, sondern eben auch die Ventilfläche, wo es dann umströmt wird, wo Wärme an das Ventil abgegeben werden kann. Na, das Einlassventil, das bleibt einfach geschlossen. Erwärmt sich logischerweise auch mit durch die Fläche hier unten, die im Brennraum ist, wird aber im nächsten Takt nach dem Ausstoßen durch unsere 60 Grad heiße Ansaugluft quasi wieder runtergekühlt. So. Deswegen haben wir das hier einfach viel extremer eingebrannt auf dem Auslassventil als auf dem Einlassventil. So, die Auslassventile sind kleiner als die Einlassventile, weil wir bei den Auslassventilen nicht so eine große Querschnittsfläche brauchen. Dort haben wir ja den Kolben, der nach oben rammelt. Ne, der ist ja über die Kurbelwelle, über die anderen, in dem Falle Dreizylinder, parallel mit angetrieben. Der rammelt nach oben und presst uns quasi die verbrannte Luft über die zwei Kanäle raus. So. Und wir sind ja bestrebt, so viel frische Luft wie möglich in unserem Brennraum zu bekommen. Viel frische Luft, viel Sauerstoff, kann man entsprechend Kraftstoff zuführen. Macht kräftig Booms. Mhm. So, und deswegen versuchen wir, die Einlassventile größer zu gestalten als die Auslassventile. Es gibt jetzt einen Motor, der mir einfällt. Es gibt bestimmt noch mehr, aber einer, der mir jetzt auf die Rupse einfällt, das sind die Einlassventile kleiner als die Auslassventile. Das ist zum Beispiel der Insacht-T-Motor. Insacht-T kennst du. Vierer Golf, Audi TT und sowas. Na? Aber dort muss man dazu sagen, dort haben wir nie zwei Einlassventile, sondern drei. Und im Gesamtquerschnitt von den drei Ventilen haben wir wieder mehr Fläche für einen Ansaugtrakt oder fürs Einlassventil als fürs Auslass. Das heißt, es geht eigentlich immer nur um Flächenverhältnisse und so viel wie möglich in kürzester Zeit. Aber gibt es auch in 1.8T20V? Na genau, das ist der. Das ist der. Das ist der. Na, das ist auch ein Vierzylinder und der hat dann aber drei Ventile pro drei Einlassventile pro Zylinder. Und die sind tatsächlich, da ist ein einzelnes Ventil kleiner als hier ein Auslassventil oder bei dem Motor dann ein Auslassventil. Aber in der Gesamtfläche größer. Das heißt, wenn du irgendwie jetzt in einem halben Jahr keinen Bock mehr auf Kamera hast, ne? Dann baue ich Motoren. Dann, dann übergebe ich dich dann in die Abteilung zum Paul und dann kannst du hier unten in der Werkstatt mitmachen. Die Kamera ist schon schön, das Büro ist schon schön warm. Das ist schön warm und meine Hände sind ziemlich feminin. Ja, zeig mal. Du hast ja so gut wie gar keine Ohrenhaut dran. Ne? Nee, sag ich ja. Ja, genau. Also das zum Thema Ölverbrauch kann man hier extrem gut erkennen. Und jetzt werden wir mal messen. Das war ja das, was wir eigentlich machen wollten. Ne? So, wenn jetzt wieder irgendjemand, du wirst das noch merken, Max, ne? Wir lernen ja auch im Laufe der Zeit. Und da gibt es schon so viele, die jetzt so viele tolle Kommentare drunter gepostet haben, wie man Messmittel anfasst und wie das mit der Temperatur sein muss. Das erkläre ich dir in einer ruhigen Minute nochmal. Wegen Ausdehnung des Materials. Ja, genau. Okay. Wenn jetzt jemand wieder drunter schreibt, ja, dann mache ich irgendwann wirklich tatsächlich mal ein Video, damit ihr mal seht, wie sich das wirklich mit 10 Grad tatsächlich verändert. Also das ist nie vernachlässigbar, ja, aber es ist nie so, dass es jetzt kriegsentscheidend ist für eine Diagnose an dem Motor. Punkt. Ich würde jetzt erstmal meine Messofix 0, den eingestellten Wert. So, siehst du, wir sind jetzt hier genau bei 82,51 mm. Das ist quasi das Nullmaß und jetzt bin ich gespannt. Was habe ich gesagt, Max? 3/400. Na, jetzt haben wir hier haben wir quasi jetzt einen Inkipppunkt. Da sind wir jetzt genau, hier ist die Null. Ein Strich ist 1/100 mm, 1/100, 2/100, 3/100. So, und jetzt kippen wir schon wieder rum. Nicht schlecht, ne? Mhm. Könnt ihr klar denken, ich habe sowas schon mal in der Hand gehabt. Hier sind wir bei 2/100. 2,5/100. 1/100. 2,5/100. 2/100. 3/100, ja. Ja, und da sind wir genau hier oben an der Stelle. Ich weiß nicht, ob man das mit der Kamera einfangen kann. Wir sind jetzt quasi, wir haben jetzt hier oben den dunklen Rand. Ne? Mhm. Das ist quasi der Bereich, wenn unser Kolben am obersten Punkt ist, man nennt das OT, der Bereich oberhalb des ersten Kompressionsrings. Das heißt, auch hier oben in dem Bereich findet Verbrennung mit statt. Mhm. Ja, deswegen haben wir hier auch diese dunkle Einfärbung mit. So, und genau unter diesem Bereich sehen wir genau hier nochmal, setzt sich das farblich nochmal ab, ne? Von der Laufbüchse zu dem Bereich hier oben. Genau. Und das ist der Bereich. Hier dreht der erste Kolbenring rum und hier der zweite Kompressionsring. So, und das ist auch genau der Bereich, wo wir im Regelfall den größten Verschleiß in der Laufbüchse haben. Weil dort die größte Belastung auf dem Kolbenring ist und auf die Laufbüchse. Na? Wenn ich jetzt hier oben genau reingehe, dann sind wir hier oben genau auch wieder
bei drei Hundertstel. Na? Gut, ich würde sagen, bevor wir jetzt den ganzen anderen Kladderadatsch, den ich hier drüben liegen habe, was mir jetzt im Zuge des Zerlegens schon mit aufgefallen ist, was halt kaputt ist, bevor wir das jetzt angehen, würde ich sagen, zerlege ich den Kumpel jetzt komplett und wir sehen uns einfach gleich nochmal wieder, wenn ich guck schon wieder, weil ich Hunger auf Schokolade habe. Willst du dich hin und her schnipsen? Das können wir auch mal probieren. Ja, aber dann schreiben die Leute wieder drunter, oh, der macht wieder den aus NRW nach. Okay. Also deswegen, ja, das ist wirklich, das ist echt. Die Leute sind so verdammt fies zu mir. Das heißt, ich mache es jetzt einfach anders. Ich schnipse jetzt mit Handschuhen, ohne dass man das Schnipsen hört. Und dann messen wir jetzt mal die Zylinder durch. Was man auf jeden Fall schon sagen kann, vielleicht brauche ich schon eine Lampe, das müssen wir mal schauen. Du kannst gerne von hier drüben parallel schon mal rein. Schon mal reinleuchten. Ich würde mir den Schraubendreher wieder nehmen. Und dann siehst du hier relativ gut. Also ich kann das sehen. Ich weiß nicht, ob du es auch sehen kannst. Dann haben wir zum Beispiel hier. Hier haben wir eine Schattenstelle. Ne? Die haben wir hier auf allen Zylindern relativ gleich. Ja. Ja? Kannst du dir erklären, wo die herkommt? Ich baue nebenbei mal meine Messuhr zusammen. Hat er dort irgendwas nicht verbrannt oder zu viel verbrannt? Es hat mit Verbrennen. Also es hat was mit Verbrennen zu tun. Aber nicht mit zu viel oder zu wenig. Okay. Dann ist er dort heiß geworden? Heiß, ja? Nein. Nein. Weniger heiß? Auch nicht. Dann machen wir gleich alles durch. Wie beim Kindergeburtstag hier. Warm, wärmer, kalt, ganz kalt. Und ich bin die blinde Kuh. Quasi. Also ich meine, also, ach nee, es ist nie lila, ne? Es ist Flieder. Flieder. Und dann bin ich heute ja schon mal ins Fettnäpfchen getreten. Und zwar haben wir ja hier Kollegen Kolben, Kollegen Bleuel. Ne? Also wenn ich dir jetzt zu viel erkläre, dann sag mir das, du darfst mir gerne dazwischen hauen. Ne? Der marschiert ja immer kräftig hoch und runter. Hoch und runter, ne? Ist hier unten an der Kurbelwelle befestigt und nimmt die Rotation oder gibt quasi die Kraft von oben an die Kurbelwelle weiter und bewegt die in der Rotationsbewegung oder versetzt die in der Rotationsbewegung. So, und jetzt guck mal. Siehst du das hier? Mhm. Das ist unser Kolbenhemd. Unser Kolbenhemd ist hier außen mit einer Notlaufbeschichtung, ja, beschichtet. Das heißt, wenn wir doch mal irgendwie einen Abriss vom Ölfilm hier in der Laufbüchse haben, sorgt die dafür, dass unser Kolben sozusagen sich nicht gleich komplett aufradiert. Na, weil trocken Alu auf trocken Stahl nicht gut. Mhm. So, und genau diese Stelle ist der Punkt, wir hatten das ja jetzt schon vorhin gerade eben in dem Video thematisiert, mit dem Verschleiß hier oben von den Kolbenringen. Mhm. Na, das ist ja der, man sagt dazu, oberer Todpunkt. So, und in dem Moment, wo der Kolben sozusagen, die Kurbelwelle kommt quasi jetzt hoch und jetzt steht das Ding gerade. Jetzt kriegt der Kumpel hier oben richtig paar auf den Sack, ja, dann geht das hier unten weiter und dann passiert Folgendes. In dem Moment kippt sich der Kolben. Hast du schon mal von einem Kolbenkipper gehört? Ein Kolbenklemmer. Kolbenklemmer ist wieder was anderes. Kolbenkipper? Nee? Nee. Das ist, wenn das Maß quasi hier und hier, wenn das Einbauspiel vom Kolben zu groß ist, dann ist das ein sogenannter Kolbenkipper, weil der verursacht dann Geräusche. Und zwar ist das Geräusch, wenn der mit dem Kolbenhemd sozusagen an die Zylinderlaufbüchse dran schlägt. Ja, so geht ja alles im Millisekundenbereich. So, und jetzt können wir hier relativ gut erkennen, dass wir hier quasi auch keine Hohlspur mehr haben. Das heißt, hier haben wir auf jeden Fall schon ordentlichen Kolbenkipper gehabt. Das heißt, hier hat er schon in der Laufbüchse gearbeitet und vor allen Dingen auch am Kolbenhemd gearbeitet. Ich habe sie genügt. So, und dann messen wir jetzt mal durch. Dann werden wir jetzt wieder feststellen, dass wir hier oben mit den größten Verschleiß haben. Ne? Jetzt sind wir hier wieder bei 300. Und jetzt gehen wir mal auf den Punkt, wo der Kolbenkipper ist. Hier sind wir auch bei 300. Und jetzt gehen wir einfach mal in den Zwischenbereich vom oberen Todpunkt, wo die Kolben, wo der größte Verschleiß ist, nach meiner Aussage, zu dem, wo das Kolbenhemd anliegt. Ja, sind wir auch bei 300. Ja, und nach unten wird es aber enger. Guck mal, sind wir hier bei 200. Mhm. Na, das heißt, hier unten ist der Verschleiß sozusagen in der Laufbüchse nicht so groß wie hier im oberen Bereich. Im Umkehrschluss auch wieder relativ logisch. Klar, weil hier oben die größten Kräfte wirken. Wenn er aufs Maul kriegt, muss er arbeiten, der Kumpel. Ne? Und das messen wir jetzt alles einfach mal komplett durch. Der Kolben sitzt ja so rum drinnen. Mhm. Ja? Das heißt, der hat ja quasi immer, wenn der hier drauf knallt, eine Kraft in die Richtung oder in die Richtung. So, und jetzt müssen wir nämlich noch prüfen, ob unsere Büchse oder unsere Zylinderlaufbüchse nicht vielleicht sogar zu einem Ei gewoben ist. Ja, es kann jetzt auch sein, dass die sich nach hier und nach hier ausgedehnt hat. Passiert relativ häufig bei Open-Deck-Motoren. Das ist jetzt ein Closed-Deck, das kann man relativ gut erkennen, dass wir hier einzelne Kühlkanäle haben. Open-Deck-Motoren
könnten wir vielleicht für euch auch nochmal ein Bild einblenden. Dann sind die Laufbüchsen hier oben quasi freistehend. Das heißt, da läuft man Gefahr, dass die anfangen können mit Schwingen. Und dann werden die relativ schnell zu einem Ei. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das in die Richtung aussieht. Guck mal an. So, da sind wir jetzt hier oben direkt am Kolbenring-Kipppunkt. Ne, da sind wir ein Hundertstel kleiner. Mhm. So, jetzt sind wir hier, sind wir auch bei 200. Und hier unten haben wir bestimmt, na, das haben wir auch 200. Na, also das heißt sozusagen, wir sind jetzt hier nie großartig unrund, sondern wir haben wirklich einfach nur reinen Verschleiß in dem Motor. Guck mal, hier sind wir sogar bei einem 100. Siehst du das? Mhm. So, und jetzt würde ich gerne noch ein recht interessantes Thema ansprechen. Und dann musst du mir einfach mal sagen, ob das die Leute jetzt langweilt, wenn wir jetzt auf den Krams hier drüben noch eingehen oder ob wir das dann einfach mit ins nächste Video nehmen. Also, wofür die Kolbenringe da sind, weißt du? Na, dass der ordentlich verdichtet und dass der an dem Kolben vorbeischießt. Hey, mega. Mhm. Richtig, ne? Ja, das ist quasi, der Kolbenring ist quasi eigentlich eine Abdichtung vom Brennraum. Der dichtet quasi den oberen Bereich zum Kurbelgehäuse unten ab. So, und den Verbrennungsdruck wollen wir ja im Kurbelgehäuse unten nicht haben, weil wir laufen ja Gefahr, dass sich das quasi alles ein bisschen aufblustert und aufbläst, ja. Mhm. Und letztendlich uns das ganze Öl unten rausdrückt, was wir dann im schlimmsten Falle mit verbrennen. Und das wollen wir natürlich nicht. Kann ich da gleich was fragen? Frag bitte, du darfst immer fragen. Wenn die Leute jetzt hier Turbo umbauten, tralala pipapo machen, dann ändern die ja die Verdichtung. Und da gibt es ja Zahlen. Ja. 8, und zu XY. Was sind die Zahlen? Das gibt das Verdichtungsverhältnis an. Was steht da zu was? Naja, relativ simpel. Also das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also eigentlich ist das richtig mit Formel und Auslittern und Rechnen. Um es einfach und simpel auszudrücken, gibt das Verhältnis an, was quasi von hier bis zu dem oberen Punkt, wo der Kopf sitzt, wo alles geschlossen ist, was wir dort für einen Raum haben, um unsere angesaugte Luft oder vom Turbo eingeblasene Luft quasi zu verdichten. So, und jetzt musst du dir vorstellen, beim Turbomotor, wenn wir jetzt mal richtig Druck auf den Kessel geben, ja, dann haben wir meinetwegen, wie kann ich denn das jetzt am besten erklären? Pass auf, ich erkläre dir das jetzt mit meiner... Gib mir kurz eine Sekunde. Eine Ewigkeit später. Jetzt. Genau, also kurzer Break. Das liegt mir jetzt wirklich tatsächlich am Herzen, das irgendwie mal zu veranschaulichen. Ich muss nur die richtige Reihenfolge bewahren. Also ihr müsst euch vorstellen, unsere Cola-Flasche jetzt hier, ja, die ist jetzt bis zur Mitte gefüllt. Das ist jetzt quasi unser Verdichtungsraum. Und wir haben jetzt eine Serienverdichtung von 9,8 Zehntel, glaube ich. Das ist jetzt quasi unsere Cola-Flasche. So. Das hier unten, wir simulieren das Verdichten jetzt einfach mal mit Zuschrauben und Schütteln. Ja? Okay. Ich würde mal ein Stück weggehen. So, das heißt, das, was wir quasi reingefüllt haben an Luft, ja, wir haben jetzt noch Kraftstoff hinzugegeben. Ihr seht schon, ich kann nicht mehr so richtig zudrücken. Ja? Und jetzt haben wir unsere Verbrennung. So. Bumm. Passiert nichts. Platz nicht raus, geht nicht kaputt. Der Deckel ist weg. Wo ist denn jetzt der Deckel hin? Hat das jemand gesehen? So. Und ich würde jetzt einfach mal, wir tunen jetzt unseren Motor gerade, ne? Wir haben jetzt gerade einen K04 Upgrade draufgeschmissen. Der macht jetzt 25-30% mehr Luftmasse. In dem Fall ist die Luftmasse jetzt unsere Coca-Cola, die wir jetzt einfüllen. So. Wo sind wir? Ach, immer noch nicht so weit. 10 Sekunden später. 3 Monate später. Das ist nicht so schlimm, ich hole eine kleine Maschine. Weil wenn meine Theorie jetzt aufgeht, wie ich das erkläre, ja, sehen wir danach sowieso aus. Dann wird das jetzt gleich sowieso hier eine Riesenschweinerei. Also das ist mal nur zum Veranschaulichen, die Erklärung folgt danach. Meine gute Cola. So, okay. Gut, das sollte jetzt passen. Schlau wäre auch gewesen, einfach von der anderen Flasche in die, oder? Ich hätte auch einfach die volle Flasche nehmen können, aber ich wollte hier oben noch ein kleines bisschen Rest lassen. Okay. Ich weiß auch noch nicht, was ich mir erhoffe. Ich denke, das wird machen. Das war eigentlich auch gerade schon mein Gedankengang, aber so, wir schütteln es jetzt nochmal. Ihr seht, ich kann die Flasche wieder nur leicht zusammendrücken. So, jetzt würde ich den Deckel mal... So, das heißt, wir haben jetzt mehr Luftmasse hier drin, in dem gleichen Raum, ja. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, was jetzt hier passiert. Ich muss kurz hören. So, Achtung. So. Und damit ich es immer korrekt erklärt habe, das ist jetzt eine klopfende Verbrennung. Achtung, 3, 2, 1. Oh, Digga. Oh. Yeah. Okay, also ihr müsst euch jetzt quasi vorstellen, ja?
Flasche, Verbrennungsraum. Wenn wir jetzt bedeutend mehr Luft dazugeben, Kraftstoff dazugeben, ich will noch mal kurz erklären, das war das Schütteln. Ja? In dem Moment findet unsere Verbrennung, unsere Explosion statt. Dann laufen wir bei mehr Volumen im gleichen Raum, laufen wir Gefahr, dass wir quasi schon eher eine Explosion haben. Auf die Flasche bezogen, laufen wir Gefahr, dass unsere Flasche einfach platzen könnte. Nachvollziehbar für dich? Ist nachvollziehbar. So, und das Gleiche haben wir auch im Motor. Und das nennt man sozusagen eine sogenannte Selbstentzündung. In dem Falle die sogenannte klopfende Verbrennung. So, wir haben zwei Klopfsensoren, hier drüben, hier und hier, zwei Klopfsensoren. Die merken sozusagen, wenn wir Schwingung in unserem Motor haben und nehmen den Zündwinkel zurück. Ja? Was aber im Umkehrschluss wiederum nicht gut ist. Ja, den Zündwinkel sozusagen mehr Richtung OT gelegt, heißt für uns, wir haben nicht so eine starke Verbrennung. Im schlimmsten Falle ist der Kolben schon wieder eine Abwärtsbewegung und wir verbrennen. Das wäre dann sozusagen ein Zündwinkel nach OT. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen dem Kraftstoff-Luftgemisch ja ausreichend Zeit geben, sich komplett frei entfalten zu können. Und im Idealfall, wenn der Kolben ganz oben ist, ja, dann mit voller Kraft den Kolben nach unten zu beschleunigen. Das heißt, im Umkehrschluss haben wir die meiste Kraft an unserer Kurbelwelle, die meiste Leistung, das meiste Drehmoment. So, und das ist der Grund, warum wir unser Verdichtungsverhältnis ändern. Und das machen wir, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir bearbeiten unseren Zylinderkopf, ja, der ja hier drüben liegt. Na, wir machen den Raum hier größer, na, weil hier wird ja sozusagen auch Luft komprimiert hier rein. Ist aber sehr aufwendig, macht man selten. Ja. Oder wir verändern unseren Kolben. Und das können wir tun, indem wir unsere Kolbenbolzenachse einfach nach oben verlagern. Somit bekommen wir hier oben mehr Raum. Oder den Kolben einfach von der Konstruktion her komplett anders konstruieren und einfach hier oben im Kolbenkopf schmaler machen. So, und somit haben wir mehr Raum zum Verdichten und können wiederum viel mehr Luft reinpacken. Viel mehr Luft heißt natürlich auch wieder viel mehr Kraftstoff. Und in Kombination heißt das? Mehr Leistung. Ich dachte, jetzt kommt so ein Ratatatatatat. Das schneide ich auch noch mit rein. Genau das. Also das kurz zu der Erklärung. Ich hoffe, es war jetzt irgendwie ein bisschen ansehnlich. War's das? Ich hab's verstanden. Na, das ist die Hauptsache. Ich hatte ja die Kolbenringe vorhin schon runtergemacht, bevor du gefragt hattest. Und da haben wir den ersten Kompressionsring, zweiten Kompressionsring und unseren Ölabstreifring. So. Was wir jetzt noch machen können, na? Also ich meine, müssen wir rein in der Theorie nie, weil wir wissen, der Block ist sowieso verschlissen. Wir müssen bohren, wir müssen neu holen. Ja, und brauchen Übermaßkolben. Aber wenn es jetzt zum Beispiel, wenn ihr mal den Fall habt, dass es mal irgendwie eng sein sollte, ne, dass du sagst, du bist jetzt wirklich so ein Hundertstel, anderthalb Hundertstel drüber, kannst du dir deinen Kolbenring runternehmen und kannst mal den Kolbenring hier reinmachen. Ja, so, dann richtest du den relativ gerade aus. Das könnte man jetzt auch nochmal, machen das mal in dem Fall mit dem Kolben, mal reinsetzen, irgendwann eine Runde drehen, zack, und dann sehen wir hier drüben diesen kleinen Schlatz, ich mag das Wort so sehr, das sagt der Paul so häufig. Mhm. Das ist unser sogenanntes Kolbenring-Stoßspiel. So, und anhand dieses Stoßspiels können wir sagen, wie verschlissen unsere Kolbenringe in Kombination mit unserer Laufbüchse sind. Na, weil wenn unsere Büchse jetzt größer wird, geht der Ring weiter nach außen. Wenn unser Ring verschlissen ist, wird er außen schmaler und der Spalt wird auch größer. So, also ohne zu messen jetzt würde ich sagen, das sind 2,5 Zehntel. Ist noch absolut für einen Serienmotor im Rahmen, aber wir wissen ja, dass unser Block raus ist. Bei Tuningmotoren zum Beispiel machen wir das auch wieder, müssen wir das anpassen, ja, weil wir hier einfach eine andere Wärmeausdehnung haben und da werden die Kolbenringe noch bearbeitet. Könnt ihr gerne mal bei uns auf dem Kanal schauen. Ich glaube, da haben wir zu so einem 5er Golf hatten wir mal ein Video gemacht. Da gibt es, glaube ich, so eine 3er Videoreihe. Da ist das mit den Kolbenringen und dem Stoßspiel auch relativ gut erklärt. Guckt es euch einfach mal an, wenn ihr Bock habt. Können wir eigentlich in dem Video darauf verlinken? Ich denke, das kriegt dafür hin. Ja? Kriegst du das auch hin? Ich müsste mich belesen, aber ich denke, danach kriegst du das auch hin. Du kriegst das jetzt auch hin. Das heißt, der Max kriegt das jetzt hin und haut euch das jetzt mal hier oben rein. Gut. Genau. So, ansonsten, also wir wissen, okay, unser Block ist verschlissen, unser Block muss gebohrt werden. Ich kann euch schon mal sagen, hier hinten liegen schon JE-Kolben, wussten wir vorher schon, aber mir war es wichtig, das euch einfach nochmal mit zu zeigen. Was wirklich erstaunlicherweise echt gut ist, für 153.000 Kilometer sehen unsere Lagerschalen, unsere Hauptlagerschalen, wirklich noch extrem gut aus. Guck mal, wir haben nur ganz leichte Schattenstellen drin. Ja, wir machen sie letztendlich trotzdem neu, weil wir müssen Gewährleistung drauf geben. Mhm. Wir müssen gewährleisten, dass es funktioniert. Ja, das kann ich natürlich mit alten Lagerschalen nicht mehr machen. Ja, aber man muss trotzdem sagen, für die Laufleistung, Hut ab, Herr Mütze, sieht gut aus. Habe ich schon ganz andere Motoren gesehen. Na, könnt ihr euch zum Beispiel mal
Ich weiß nicht, ob es schon online ist. Nee, kommt nach dem Video online. Könnt ihr euch mal das Video von dem T5 angucken mit dem 2 Liter BTDI. Spannende Geschichte. Sieht nie so geil aus. Ja, Kette Spanner, vielleicht nochmal ein interessantes Thema. Ohne mir vorher angeguckt zu haben, wusste ich jetzt schon, dass ich euch etwas Cooles zeigen kann. Kannst du es erkennen? Na, da hat Riefen drin. Ja. Ja. Ja, EA113, Leute, mega bekanntes Problem. Kettenspanner, Nockenwellenkette. Ja, das Ding sitzt hier so drin. Drückt quasi hier unten, wenn der Motor aus ist, über eine kleine Feder, gibt es der Kette eine gewisse Vorspannung. Ja, wenn wir sozusagen den Motor starten, haben wir Öldruck. Öldruck kommt hier über dieses kleine Sieb nochmal rein und schiebt sozusagen unseren Kolben hier nochmal nach oben. Jetzt muss man wissen, dass der Kolben irgendwann einen gewissen Verschleiß erleidet. Guck mal, kann man super erkennen. Hm. Ja, also auch dieser Kolben hat jetzt einen gewissen Verschleiß. Und was passiert dann? Unser Öldruck, der hier hinten reingeht, geht quasi hier ringsrum um unseren Kolben vorbei und hat nicht mehr ausreichend Kraft, unsere Kette zu spannen. Ja, das sind zweierlei Probleme. Zum einen, dass die Kette sich hier oben einschleift. Das heißt, das habe ich auch schon relativ häufig gesehen, dass das Ding einfach komplett weggerammelt ist dann irgendwann mal. Und zum anderen, dass der Kolben verschlissen ist. Bekanntes Problem, wenn wir dann sozusagen im Leerlauf betriebswarm den Motor anhaben und kannst dich in Sinn, als wir den hier auf der Bühne laufen hatten und ich dir gesagt habe, hör dir mal das Rasseln an, hast du ja selber auch gesagt, guck mal hier hinten aus dem Bereich, wo ich gesagt habe, Kettenkasten, ne? Genau das Problem. Da sitzt das Ding dann wirklich nur noch, der hat ein bisschen Unterstützung durch den Öldruck, der Rest geht rechts, links vorbei, die Federkraft und dann fängt die Kette an hier hinten massive Geräusche zu machen. So, ich würde sagen, wir bereiten jetzt hier soweit alles vor. Kolbenbläue sind schon da. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video zum Zusammenbauen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch der geile Engine Porn gefallen hat, ja, was auch mal was Neues ist auf unserem Kanal, lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal, kommentiert, liken, teilen, abonnieren, kommentieren, alles was ihr wollt. Ich freue mich, euch zu sehen. Bis dahin. Ciao.